Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier wieder was bekommen von Indiegogo. Indiegogo habe ich schon ein paar Mal was von denen gezeigt. Das ist eine Crowdfunding-Webseite. Und die haben jetzt, ich weiß nicht, wie ich die Überleitung machen soll. Jetzt sind Socken. Und haben sie mir gefragt, hier, per Mail angeschrieben, hier, hast du Bock, die mal vorzustellen? Ich dachte, das ist Socken. Haben so geschrieben, Socken ist eigentlich sowas, nicht sowas, was man sagt, oh geil, für ein Video. Aber die Socken sollen wohl, meine Frau ist schon total begeistert, also nicht, 6 Tage soll man die anhaben können, ohne dass man sie waschen muss, ohne, angeblich auch ohne stinken. Meine Frau ist mega begeistert, aber total begeistert. Die hat gesagt, ich komme bei ihr dann so nicht mehr rein. Ich mache euch mal nach unten, damit wir uns die mal angucken können. Ich bin damals sehr gespannt. So, haben wir hier, was ist das? MP. Achso, hier vorne ist so ein kleines Logo so ja drauf. So, ja, golden. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Oh, scheiße, hätte ich doch schon vorher testen können. Ich hatte nur die großen gesehen und dachte, ja, das ist für den Sommer halt ein bisschen doof. Aber das sind ja so ja Sneakers. Ja, also die werde ich jetzt demnächst anhaben. Die sind hier mit Metallklammern zusammengemacht. Ja, das Gewebe sieht ein bisschen... wartet mal, ob ihr das vielleicht seht. Seht ihr das? Dass es hier gerade ist und hier so. Und unten? Unten ist halt normal. Ich bin mal gespannt. So, jetzt gucken wir uns die. Die habe ich jetzt hier seit dem 11. oder 12. rumliegen. Und ich bin immer nicht dazu gekommen. Meine Frau hat oben gesagt, mach das nicht, mach das nicht. Da kann nichts Gutes rauskommen. Stinkt bestimmt. So, was haben wir hier nochmal? Early Unpacked. So, da, oh, blau, die sehen geil aus. Vorne halt blau, das sind größere. Ach, hier vorne, die sind auch speziell genäht, um irgendwas zu stützen. Seht ihr das? Ist auch hier vorne wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass hier, wartet mal, so könnt ihr das vielleicht sehen. Nee, könnt ihr nicht sehen. Warum könnt ihr das nicht sehen? Da, wo mein Finger ist, geht der Stoff hier rüber in eine andere Form. Bissel könnt ihr sehen, denke ich mal. Dann haben wir hier einmal so eine Linie drüber. Und auch hier seht ihr, dass die so ein bisschen eng sind. Also so ein bisschen, also normalerweise sind die am meisten Socken so, also so in dem Winkel. Die sind ein bisschen länglicher. Und hier oben haben wir dann auch wieder so Linien. Die sind jetzt in der Größe, keine Ahnung, antibakteriell. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt nur für einmal zählt oder nach dem Waschen auch. Und ich hoffe, dass es die richtige Größe ist. Steht hier eine Größe drauf? Ne, hier steht nur drauf, was drin ist. Was ich nicht lesen kann, ist mir zu klein geschrieben. So. Die hatte ich gesehen. Und deswegen habe ich es halt nicht vorher gemacht. Ah, hier haben wir es dann nochmal. Steht hier eine Größe drauf, weil das ist so weihnachtlich, dachte ich. Ach, hier unten ist nochmal ein Metall, so. Und da habe ich gedacht, die kann ich jetzt noch nicht testen, weil wie sieht denn das aus, wenn ich unterwegs bin und Weihnachtssocken anhabe?
aber auch dicke. Und hier hinten steht halt auch drauf, dass sie antibakteriell sind. Sport, Holiday, EU 36,40. 41,43, 44,48. Also gibt M, L und XL. Ich habe eine XL, habe ich L/XL. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich habe eine 44,45. Aber die sind jetzt ein bisschen dicker geworden, die Füße. Naja. So, was haben wir hier? Ab morgen werde ich sie tragen. Hier steht gar nichts drauf. Hier ist nur MP und chinesisches Schriftzeichen. Also da gibt es bei Indiegogo halt auch eine Kampagne, die werde ich euch, wenn ich sie noch finde, unten runter verlinken. Da muss ich aber auch erstmal anschreiben. Die sind auch schwarz-grau, aber mit bunt irgendwie. Seht ihr das? Hier so eine bunte Linie und auch vorne bunt. Auch ein MP drauf, wenn ihr das richtig sehen könnt. Auch große, hätte ich das mal vorher gesehen. Die Sneaker-Säcken hätte ich vorher schon testen können. So, dann haben wir hier nochmal XL. Also hier steht nur XL drauf diesmal. 44,48. Machen sie sich auch gut auf, also mit der Seite hier so auf und rausgeholt. Finde ich sau gut. Auch antibakteriell. Müsste mal Pause machen. So, bin mal gespannt. Oh, die sehen cool aus. Die sehen cool aus. Das sind auch Sneakers. Hätte ich echt mal vorher sehen müssen. Hier steht auch MP Magic vorne drauf. Ich packe euch mal eins. MP Magic. Hier steht auch unten XL bei denen drauf. Und die sind so schwarz mit einem roten und einem weißen Strich. Und hier hinten extra gepolstert. Das ist cool. Für die Balance ist das geil, wo die Kante hier so ein bisschen hart ist. Für die ältere Generation von meinen Balance. Geil. Aber die sind auch echt dick, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also fassen sie sich dick an. Hier, also hier vorne sind sie ziemlich dünn, aber hier hinten dick. Ich zeige euch das mal. So, könnt ihr das sehen? Könnt ihr so ein bisschen durchsehen. Und jetzt ist hinten. Das ist hinten. Könnt ihr nicht durchgucken. Und genau wie die Sohle, das ist jetzt Sohle. So, ich mache mal so, damit ihr seht, dass da wirklich nichts durchzusehen ist. Ich bin ja bei Socken eigentlich immer eher so der Krabbeltisch-Typ. Ich gehe bei Kick hin, guck, was sie haben und ob es gut aussieht, ob es passt. Also ob die schwarz-schwarz ist oder halt nur so ein blau-schwarz. Und dann nehme ich sie und wenn sie kaputt sind, schmeiße ich sie weg. Fertig. Eigentlich. So, ich heb mal die Verpackung auf von XL und L. Das war da dann, dass ich mir das später dann nochmal durchlesen kann. So, der Müll kommt weg. So, dann soll es soweit jetzt auch gewesen sein. Ich werde die jetzt testen. Wären ein paar einsame Tage, weil ich werde nicht hoch dürfen. Meine Frau ist total begeistert. Aber ja, die findet sich schon mit ab. Ich bin jetzt gespannt. Ich werde die 6 Tage tragen. Am Stück. Also nicht nachts, nur tagsüber. Und dann mal gucken, ob sie stinken. Wenn sie nicht stinken, trage ich sie einfach mal noch ein paar Tage länger. Und bin mal gespannt, ab wann sie stinken. Weil ich habe
Wenn ich in den Botten bin, ja, und in den Latschen, ich habe da schon sehr schnell Fußschweiß. Ich bin da mal gespannt. Es kann nur sein, dass wir sie vorher schon wechseln müssen. Aber es soll wohl angeblich 6 Tage ohne Waschen aushalten. Ich bin gespannt. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.